Moin Moin und willkommen zurück zum zweiten Teil unserer spannenden Stadtgeschichte, hätte ich fast gesagt. Unsere Besichtigung in Laumburg an der Elbe. Über 800 Jahre Stadtgeschichte, eine im 16. bis im 18. Jahrhundert entstandene Altstadt, Flussromantik, Ausflugsschifffahrt prägen Bild und Entwicklung von Laumburg und Elbe. Die Altstadt ist heute der größte Denkmalbereich Schleswig-Holstein. Und überhaupt, mehr Denkmäler als hier auf einem Fleck findet man selten im Land. Das klingt zwar wie ein Spruch aus dem Kulturprospekt der Stadt, hätte ich fast gesagt, aber wenn man da ist, dann sieht man, es ist wirklich so. Ganz toll. Und ich kann immer nur wieder erwähnen, wie schön das ist, wenn man hier ein bisschen früher hinkommt und vielleicht die Gelegenheit hat, das in der Woche mal zu besichtigen. Schaut mal, wie leer die Altstadt ist. Es ist ja ein Traum, ist das. Und ganz ehrlich, soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Wenn ich mehrere tausend Abonnenten hätte, dann hätte ich höchstwahrscheinlich das Video und vielleicht sogar meine ganze Serie, die ich hier mache, gar nicht verwirklicht. Weil je mehr ich Leute darauf aufmerksam mache, was ja hier im kleinen Independent-Kreis eine ganz andere Sache ist, wenn ich das ein paar Leuten erzähle, praktisch, es guckt ja nicht jeder Abonnent alle meine Videos, also kann ich ja ruhig von meiner Abonnentenzahl ruhig welche abziehen. Aber ganz ehrlich, ich laufe ja damit Gefahr, dass diese Ausflugsziele, die ich selber liebe und gerne mache, noch überfüllter werden. Ich trage ja irgendwie damit zu bei. Also, aber da sich das in Grenzen hält und wie gesagt, ich habe keine 10.000 Abonnenten, ich muss ehrlich sagen, dann hätte ich mir das überlegt, diese Serie hier zu machen. Und das Tolle ist einfach, dass ganz viele Häuser ihre Geschichte erzählen. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Und ich habe das so auch noch nicht in Altstädte gesehen, weil meistens bleibt ja die Altstadthäuser im Einzelnen, die bleiben ja anonym. Und hier hat man sich überlegt, hier machen wir was Besonderes und erzählen die Geschichte des jeweiligen Hauses. Darum findet man auch so ganz kleine Geschichtstafeln an den Häusern, die so ein bisschen die Story erzählen, was das so im Hintergrund auf sich hat. Und man sieht auch, viele Gebäude sind auch mitten in der Sanierung drinne, also werden gerade erst gemacht. Wir werden nachher noch ein paar Ruinen sehen und so. Es gibt wenig davon, aber man merkt, es ist noch nicht hundertprozentig vollständig. Also da sind noch einige Häuser, die noch repariert und saniert und restauriert werden. Und das sieht ja tatsächlich aus wie eine Piratenkaschemme. Und wir sind auch gar nicht so weit entfernt davon. Dieses Gebäude ist tatsächlich von 1622. Ganz erstaunlich. Das kaiserliche Postamt von 1899. Heute ist da unten ein Elbcafé. Die goldene Beschriftung wurde wieder angebracht und restauriert. Thank you.
Ja, und auch die Schaufenster stehen im Zeichen der Zeit. Aber das lassen wir einfach so Revue passieren lassen. Das soll uns nicht bekümmern. Die Lauenburger Mühle befindet sich in der Bergstraße 17. Hier ist ein Museum, Hotel und auch ein Restaurant. Die Lauenburger Mühle ist der südlichste Aussichtspunkt Schleswig-Holsteins und man soll da einen super Ausblick haben auf die Elbe. Erbaut 1871, 1873, holländisch, und es gab ursprünglich 4 Stück davon. 1985 wurde sie restauriert. Sie zeigt heute noch den Besuchern den Werdegang von Korn zu Mehl sehr anschaulich. Das Mühlenmuseum ist täglich geöffnet. Ich werde den Link auch noch unten reinlegen. Da könnt ihr auch noch schauen mit Eintrittspreise etc. Und wir kommen zur Maria-Magdalenen-Kirche. Die Kirche ist eine Gründung aus dem frühen 13. Jahrhundert. Und wer sich baugeschichtlich dafür interessiert, das ist nämlich ein ganz schöner Mischmasch, der da zusammenkommt, der kann sich dann vor Ort da richtig austoben. Elbstraße 49. Hier finden wir das älteste Haus von Lauenburg. Oft fehlen die Dokumente, um das Alter des Hauses sicher belegen zu können, aber in diesem Falle gibt es Urkunden, die eindeutig die Erbauung im Jahre 1573 belegen. Übrigens ist heute da ein Eiscafé drinne. Wir haben da auch Eis gegessen und ich empfehle euch Eierlikör. Oh, es ist göttlich. Direkt gegenüber ist das Elbschifffahrtmuseum. Nach dem Motto Mensch, Modell, Maschine gibt es eine interaktive Ausstellung in dem Museum. Und seit Mai 2020 fährt auch der Tabula-Bus nach Lauenburg hinein. Dieser Bus ist eigentlich fahrerlos und befindet sich noch in einem Projektstatus. Man hat allerdings jetzt noch einen Fahrer dazugesetzt aus Sicherheitsgründen, um zu schauen, ob das Ganze auch funktioniert. Ja, er fährt die große Route 3 vom Zopp, Großer Sandberg, hinunter in die Altstadt und wieder zurück zum Zopp. Die Fahrt ist noch kostenlos, da sich das Ganze noch in einem experimentellen Status befindet. Einschränkungen gibt es, wie gesagt, auch natürlich mit Maske im Moment. Und der Bus darf auch nicht ganz voll besetzt sein. Aber es ist schon kurios, so ein Gefährt durch diese Altstadtkulisse. Ja. Die moderne Zeit kommt irgendwann überall hin. Zwischendurch kann man auch mal so kleine Ruinen sehen, in Anführungsstrichen, so schlimm ist es nicht, aber auf jeden Fall, ja, renovierungsbedürftige Gebäude, sagen wir mal so. Das muss ja ein Heidengeld kosten, das wieder richtig fertig zu machen, weil die stehen ja auch unter Denkmalschutz, da kannst du ja auch nicht bauen, was du willst. Also, mein lieber Schwan, ja.
Ja, und wir knoppern noch ein bisschen über die Altstadtpflaster. Also es ist wirklich, also achtet darauf, dass eure Federung auch in Ordnung ist. Ja, leider blendet das so ein bisschen an der Scheibe, aber lässt sich nicht vermeiden. Ich hatte auch keine Lust, jetzt die Kamera dafür jetzt rauszuhalten. Und jetzt schaut mal, da wo wir gleich einbiegen, das ist eine ganz schöne Steigung. Das kann man jetzt auf diesem Bild gerade nicht so gut sehen, aber das, also ich denke mal, 15% Steigung dürfte das wohl sein. Also da muss das Auto schon gesund sein, aber macht Spaß. Man kommt sich so ein bisschen so vor wie eine Achterbahn. Ja, und weil mir das keine Ruhe lässt, ich habe zufällig dieses Bild hier vom Arcania-Blick im Internet gefunden. Also normalerweise ist der Ausblick so. Und jetzt zeige ich nochmal, wie er heute aussieht. Ja, ein bisschen verwildert, ne? Wird mal Tiet, dass die Stadt sich da mal irgendwie drum kümmert, ne? Finde ich. Und wir fahren mal rüber über die Brücke und können auf der anderen Seite nochmal wunderschön die Altstadtkulisse sehen. Von der anderen Seite mal aus der Entfernung gesehen. Sehr schön. Auch hier sind ganz nette Orte, wo man kurz mal verweilen kann, rasten kann, neue Pläne schmieden kann. Also ganz toll. Solltet ihr unbedingt auch machen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir sind auch schon am Ende des zweiten Teils. Und ja, ich hoffe, der Ausflug hat euch gefallen. Ihr fandet das interessant und spannend, so wie wir. Und seht das bitte uns nach, wenn wir jetzt nicht jedes Haus erwähnt haben und nicht jedes Café, weil dann wird irgendwann mal der Rahmen gesprengt. Und ein bisschen was entdecken wollt ihr ja auch noch. Also wir haben jetzt nur mal so einen Grobschnitt davon gemacht. Und ich finde, das ist schon ganz schön allerhand. Wie gesagt, wir haben für euch die passenden Links unten reingesetzt, sodass ihr da auch schnell mal nachschlagen könnt. Solltet ihr auch dahin eine Tagestour planen. Apropos Tagestour. Für Lauenburg an der Elbe solltet ihr euch mindestens einen Tag Zeit nehmen. Und wenn ihr vorhabt, mit den Raddampfer zu fahren, könnt ihr noch einen Tag dazu rechnen. Weil die Strecken, die das Dampffahrtschiff fährt, sind nämlich ganz schön groß. Also da seid ihr mindestens einen halben Tag bis sogar einen ganzen Tag unterwegs. Das solltet ihr vorher mit einplanen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht seid ihr nächstes Mal wieder mit dabei. Ich sage Tschüss und bleibt gesund.